Hallo, jetzt müsste ich live sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist wieder Montag, es ist wieder der Mindful Mindset Monday. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wieder dabei seid. Ich schaue mal, dass ihr hier gleich auch dazu kommt und schreibt doch mal, dass ihr da seid, von wo ihr zuschaut. Schreibt einfach Hallo, guten Morgen, was euch auch immer einfällt, damit ich sehe, wer alles mit dabei ist und auch sehe, Christiane ist dabei, super. Genau, dass hier alles auch technisch immer funktioniert. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, es ist so wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet auch so ein tolles Wochenende und habt. Also hier in Berlin hatten wir wunderschöne Sonne. Ich weiß, dass es in Hamburg auch schon so war. Guten Morgen, Annika. Wie schön. Super. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz tolle Zeit, seid super gut erholt oder habt vielleicht auch ein paar Sachen aufgearbeitet. Kann man ja auch durchaus mal machen. Hallo, Andrea. Katja ist dabei. Super schön. Guten Morgen, ihr Lieben. Ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute ist ja nicht so schön, aber gut. Wir halten durch. Also, es geht ums Thema Geld, ums liebe Thema Geld und vor allem um das Thema, was machst du, wenn dir deine Kunden sagen, dass du zu teuer bist? Und da würde ich gerne gleich mal einsteigen. Ah, Jasmin ist dabei. Genau, ich guck mal noch, dass ihr alle so eintrudeln, dass ihr hierher findet. Technisch läuft ja inzwischen alles rund. Das ist wunderbar, dass ich hier endlich mal die Kombination gefunden habe, die super funktioniert. Genau, und das sind so Themen, die ich öfter auch höre von meinen Kunden, ne? Dass halt einfach so die Frage ist, was mache ich denn eigentlich? Oder so eine große Angst davor ist, gerade auch wenn man sich gründet oder selbstständig macht oder das nächste Level in der Selbstständigkeit erreichen möchte. Was mache ich denn eigentlich, wenn meine Kunden mir dann sagen, dass ich zu teuer bin? Oder was mache ich, wenn mir die Kunden ausbleiben, wenn ich zu teuer bin? Guten Morgen, Anke, super schön. Super schön, genau. Und für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, die dieses Video vielleicht auch in der Aufzeichnung schauen oder jetzt einfach hier zufällig vorbeischneien, mein Name ist Julia Larkemper, ich bin Mindset Coach aus Berlin und bei mir geht es halt darum, innerlich erfüllt und finanziell erfolgreich zu sein. Das ist genau die Mischung, die ich sehr empfehlenswert halte für ein Leben und die Selbstständigkeit und dabei helfe ich meinen Klienten und bin halt auch selber immer wieder auf dem Weg, ne? Weil das halt auch ja, einfach eine Reise ist, die nie zu Ende geht, oder irgendwann vielleicht, wenn wir dann mal unter der Erde liegen. Aber ich glaube, das ist halt wirklich ein lebenslanger Weg und ein sehr schöner Weg, sich aufzumachen und zu schauen, was bewegt mich denn eigentlich, was macht das Leben für mich erfüllend und wie viel Geld darf denn da auch noch mit reinspielen und wie komme ich dahin, dass ich mir dieses Leben dann auch aufbauen kann und nach meinen eigenen Regeln leben kann. So, genau, darum geht's bei mir. Super. Die meisten von euch kennen mich ja. Sehr, sehr schön. Cool. Also, dann legen wir mal los. Genau, also es geht um das Thema, was mache ich, wenn meine Kunden mir sagen, dass ich zu teuer bin? Ne? Es ist halt total unangenehm erstmal. Und als ich jetzt diesen Mindful Mindset Monday vorbereitet habe, habe ich dann auch nochmal so Revue passieren lassen. Wie war das denn eigentlich bei mir? Und es ist mir aufgefallen, es war echt total krass. Ich habe angefangen mit, ich glaube, da hatte ich noch gar nicht offiziell gegründet. Ich habe meine Coaching-Ausbildung ging über 1,5 Jahre insgesamt. Und nach einem halben Jahr wurde mir halt gesagt, so jetzt seid ihr so weit, ihr müsst jetzt coachen. Und dann haben wir erstmal untereinander uns gecoacht in der Coaching-Ausbildung. Und dann ging es irgendwann darum, dass wir gesagt haben, hallo Anja, super, du bist dabei, wie schön. Da ging es halt darum zu sagen, so, jetzt müsst ihr aber mal Geld nehmen. Und das fand ich total schwer. Ich habe dann angefangen, ich habe, wie gesagt, war noch nicht offiziell gegründet, ich habe halt noch Vollzeit gearbeitet und habe dann, oder vielleicht schon noch 4 Tage runter, weiß ich gar nicht mehr. Und habe dann für 25 Euro in Bar, saß ich da mit einem Quittungsblock im Café und habe dann Coachings gemacht. Und meistens so 2, 3 Termine gemacht und habe dann da, ja, keine Ahnung, mir ein Wasser bestellt und für 25 Euro die Session gecoacht. Und ich weiß noch, dass ich das über so bestimmte freie Newsletter auch publiziert hatte. Ich hatte ja noch keine Liste. Meine Website war der Horror, so wie man halt so anfängt, ne? Und selbst das war vielen zu viel. Also ich habe dann auch E-Mails von Leuten bekommen, die halt gesagt haben, so, ja, nee, also wenn es umsonst wäre, dann würde ich es machen.
Und dann dachte ich halt auch, das ist halt wirklich verrückt, ne? Und dann ging es dann weiter, habe ich irgendwann 50 Euro genommen, 75 Euro, 90 Euro. Und mit meiner Erfahrung als Coach ging es dann halt auch weiter, einfach, dass ich dieses Selbstbewusstsein hatte und dachte so, nee, das ist definitiv mehr wert als 25 Euro. Und da war dann halt einfach so der Punkt erreicht, wo ich dann irgendwann auch die Preise gefunden habe, die zu mir passten. Und das ist ein Punkt, den ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte. Es finde Preise, die zu dir passen, zu deinen Leistungen passen, zu deinem eigenen Money-Mindset passen. Da kommen wir dann später noch dazu, wie man das auch ändern kann. Aber die halt einfach dem entsprechen, was dein Leistungsniveau ist sozusagen. Ne? Also wenn du jetzt gerade anfängst, dann ist es natürlich völlig okay, erstmal kleinere Preise, ne, günstige Preise zu machen, musst du aber auch nicht. Also auch da kann man drüber sprechen. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt nur am Markt orientieren, sondern ich würde halt wirklich schauen, was ist diese Leistung halt tatsächlich wert? Und dann ist die Frage, wo findest du die Kunden, die diesen Wert auch wirklich erkennen? Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu dem, einfach zu sagen, okay, ich gebe dem jetzt einfach mal ein Preisetikett und schau mal, wer es halt zu diesem Preis kauft. Also jetzt schaue ich mal, was ihr hier noch so alles schreibt. Andrea sagt, durchhalten, denn es sind nicht die richtigen Kunden. Ja, genau. Petra, ein Gruß zurück nach München. Wie schön, dass du auch wieder dabei bist. Genau, also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da spreche ich ja auch immer wieder drüber. Ne? Es geht halt einfach um Wunschkunden. Also es geht nicht darum, es wird immer jemanden geben, der dich zu teuer findet. Egal wie dein Preis tatsächlich ist. Und umgekehrt genauso. Was für den einen zu teuer ist, kann für den anderen ein totales Schnäppchen sein. Ne? Also dieses Gefühl von zu teuer ist wirklich total relativ und total individuell. Und das ist, glaube ich, was viele Selbstständige oder viele Gründer, und vielleicht erkennst du dich da ja auch wieder, dass es halt einfach so sehr mit der eigenen Person oder mit dem eigenen Selbstbewusstsein dann auch verknüpft ist, dass es gar nicht so leicht ist, dann objektiven Blick drauf zu werfen. Genau, Annika sagt, wichtig ist nicht das Coaching bzw. die Stunden zu verkaufen, sondern die Problemlösung. Genau, da nimmst du mir jetzt schon was vorweg, aber da kommen wir auf jeden Fall auch noch. Sehr guter Punkt, Lilly ist dabei, wie schön, guten Morgen. Christiane sagt, ist es auch ein bisschen branchenabhängig? Ja, unbedingt. Also ich gebe ja gern das Beispiel des 800-Dollar Haarschnitts, das habe ich von... Ach, wie hieß er nochmal? So ein Marketing-Guru, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, amerikanischer Marketing-Guru. Auch ein sehr spezieller Typ, der hat halt mal einen 800-Dollar Haarschnitt in Anspruch genommen, um mal zu erfahren, was denn da der Unterschied ist. Ne? Und er sagt halt von sich, eine seiner Preisstrategien ist Derek Halpern, heißt er. Genau, also auch ja, interessanter Typ, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Er sagt halt von sich, er würde immer auch ein Premium-Angebot anbieten, weil es immer Menschen wie ihn gibt, die immer aus Prinzip das Teuerste kaufen. Auch da kann man durchaus am Mindset arbeiten und schauen, passt das zu mir als Anbietende, passt das auch zu meinen Wunschkunden. Ist aber ein interessantes Prinzip, ne, zu sagen, ich habe so normale Preise, aber ich habe auch immer ein Rundum-Sorglos-Paket, weil wenn es jemand kauft, dann ist es für mich super und dann ist es für meinen Klienten super, weil der oder sie wünscht sich halt genau dieses VIP-Paket. Mal ein Beispiel dazu, also beim Haarschnitt ist es vielleicht noch so ein bisschen Wellnessbehandlung drumherum, ne? Vielleicht auch ein, keine bevorzugte Termine oder wer weiß, was da alles noch drin steckt. Mir fällt jetzt gerade auch ein Beispiel ein aus dem Yoga zum Beispiel. Da könnte man halt auch sagen, wenn du Yoga-Lehrerin bist, kannst du ja ganz klassisch Klassen anbieten und dann kommen dann irgendwie 15, 20 Leute. Oder du kannst halt auch VIP-Yoga zu Hause anbieten oder 1:1. Und das wäre dann auch was, wo du vielleicht dann auch noch, keine Ahnung, einen Tee reichst oder noch eine schöne Karte ziehst oder irgendwie sowas machst, was dann halt auch einen anderen Preis tatsächlich relativieren würde. Ne? Aber dieses Premium-Paket zu schnüren, ist eine Variante, aber es gibt halt viele Punkte. Und genau wie Annika das sagt, es ist ganz, ganz wichtig, dieser Wert letztlich, der erschließt sich daraus,
was das Problem des Klienten ist. Und bei Derek Horpen ist es zum Beispiel so, das ist ein sehr vielbeschäftigter Mann, der hat halt keine Zeit. Er möchte halt so effektiv wie möglich bedient werden sozusagen oder möchte zu halt vielleicht auch ja für sein Ego so eine VIP-Behandlung tatsächlich bekommen. Und davon gibt es sehr, sehr viele Menschen. Und ja, Christiane, es ist auf jeden Fall auch branchenabhängig, ne? Also es ist auch tatsächlich die Frage, was ist in der Branche zu teuer oder wie ist dieser Markt generell aufgebaut? Ne? Also ist es auch einfach was, wo der Wert einer bestimmten Dienstleistung oder eines bestimmten Produkts nicht so wirklich hoch ist. Ne? Ansonsten kannst du immer mal schauen, es wird immer Premium-Anbieter geben. Aber es gibt halt zwei Wege. Ne? Du kannst halt entweder teurere Produkte anbieten oder teurere Dienstleistungen anbieten. Oder du kannst natürlich auch strategisch sagen, nee, ich möchte günstig sein, aber dann möchte ich halt auch eine große Reichweite haben. Ich möchte mit vielen Menschen arbeiten können, ich möchte günstige Preise anbieten können und dafür nehme ich dann eine bestimmte Marketingstrategie und arbeite auch da an meinem Mindset, dass ich in der Lage bin, viele Menschen zu bedienen und die auch erreichen zu können. Das ist immer eine Frage des Wunschkunden. Mit wem hast du es da wirklich zu tun? Und es kann natürlich sein, dass du in einer Branche bist, wo es überwiegend Kunden gibt, die halt einfach knapp bei Kasse sind. Ne? Das kommt dann auf dein bestimmtes Thema an, aber es kann natürlich sein. Und dann ist es sicherlich nicht die beste Strategie, Premium-Angebote zu machen. Es gibt ja jetzt auch gerade ganz, ich sehe überall nur so Facebook-Ads, so werde als Coach in 6 Wochen zu, wer weiß, was für Premium-Kunden, überhaupt kein Problem, Strategien. Also da würde ich auch immer ganz genau schauen, was bist du halt tatsächlich für ein Typ? Ne? Wie, mit welchen Menschen möchtest du es auch zu tun haben? Möchtest du auch mit diesen VIP-Kunden tatsächlich zu tun haben? Und was heißt das für dich? Was möchtest du da alles anbieten? Weil, um jetzt bei diesem Yoga-Beispiel zu bleiben, es gibt mit Sicherheit genug Yogalehrer, die sagen, nee, ich möchte überhaupt nicht quer durch die Stadt fahren und da jemanden zu Hause Yoga anbieten, das entspricht überhaupt nicht dem, wie ich leben und arbeiten möchte. Und das ist halt erstmal der Schritt Nummer 1, zu schauen, was wäre denn für dich ein angemessener Preis? Was fühlt sich gut an? Wie soll deine Dienstleistung, dein Produkt überhaupt aussehen? Und klar, ne, welche Lösung bietest du auf jeden Fall an? Und da im Hinterkopf halt immer zu schauen, zu teuer zu sein, ist immer relativ. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Und wie du diesen Wert tatsächlich kommunizierst und vermittelst, der erkannt werden kann, das ist halt dann deine Aufgabe. Das ist im Prinzip eine strategische Marketingaufgabe, das dann auch tatsächlich zu leisten. So, schau mal, kommt hier noch was rein? Nee, ihr seid alle erstmal happy. Aber ich wollte euch auch fragen, kennt ihr das? Also hattet ihr das tatsächlich schon mal, dass Kunden euch ins Gesicht gesagt haben, mir ist das zu teuer oder nee, das möchte ich nicht oder das ist vielleicht auch ein unverschämter Preis. Also ich habe wirklich alles Mögliche gehört, auch teilweise von Freunden oder Bekannten, ne, die dann so das Coaching noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen steckten, auch so, wie, da kann man dafür leben oder wer ist denn so bescheuert, dafür so viel zu bezahlen? Also wirklich unfassbar unhöfliche Kommentare auch und das hat zu Beginn natürlich schon auch an meinem Selbstbewusstsein ein bisschen genagt. Und da habe ich dann auch ganz viel mit meinem Mindset, also meinem Money-Mindset, aber auch generellen Coaching-Mindset sozusagen gearbeitet. Und durch diese Arbeit dann an dir selbst, ne, ist es halt was ganz, ganz Wichtiges, kannst du das dann auch tatsächlich ändern. Christiane sagt leider fast immer, ich ziehe das an, ist mir bewusst. Ich weiß nur nicht, wie ich das abstelle. Ja, genau. Konzentrier dich darauf, was du haben willst. Ne? Also das ist auch ein ganz wichtiger Mindset-Trick, halt zu schauen, dass du nicht auf den Mangel schaust, ne, und sagst so, oh Gott, ich ziehe mal nur die Kunden an. Oder wenn du dann ein Gespräch hast, vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei dir abläuft, aber dass du halt nicht denkst, oh Gott, da ist wieder jemand, der findet das bestimmt auch wieder zu teuer. Ne, weil, wie gesagt, bei mir waren es bei 25 Euro die Stunde und da habe ich halt noch mit Einzelstunden gearbeitet, haben mir Leute auch gesagt, es sei zu teuer. Das ist natürlich total verrückt. Ne? Also das, wie soll das denn bitte gehen? Okay, spannend. Jetzt kommen hier Kommentare rein. Annika sagt, am Anfang, als ich mit dem Network angefangen habe, hatte ich Kunden, die mir gesagt haben, dass die Produkte zu teuer sind. Seitdem ich zu 100% hinter ihnen stehe, kommen diese Aussagen gar nicht mehr. Genau. Und das ist nämlich ganz, ganz oft so, dass du, und deshalb meine ich, dieser Schritt ist halt ganz wichtig, dass du
für dich gut sitzende Preise hast. Weil wenn du selbst Bauchschmerzen mit deinen Preisen hast, und das kann durchaus auf der unbewussten Ebene sein, ne? Und das mache ich ja auch immer in meinen Coachings und in meiner Arbeit, tatsächlich zu sagen, wir arbeiten auf der kognitiven Ebene, also auf der bewusstes verstandenen Ebene, aber natürlich auch auf der unbewussten Ebene, weil die Programmierungen steuern uns. Und da sind halt teilweise so verrückte Zusammenhänge, die so tief sitzen, dass wir halt gar nicht durch den Verstand rankommen und da erstmal ein bisschen graben dürfen, um da weiterzukommen. Das ist genau das, was du sagst, Annika, ne? Dass dann da, als du gemerkt hast, du stehst voll dahinter, du stehst voll hinter den Preisen, du stehst voll hinter den Produkten und du hast den Wert erkannt, ne, dieser Produkte, dieser Dienstleistungen, dann ging es viel leichter. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Und das ist halt auch die Mindset-Arbeit. Das hat im Prinzip was, ich nenne es immer berufliches Selbstvertrauen. Ne? Also da tatsächlich auch zu sagen, ich biete hier etwas an, von dem ich zu 100% weiß, dass es wahrscheinlich sogar mehr wert ist als dieses Preisetikett, was ich darauf klebe. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch heute noch weitergeben möchte. Ich komme dann auch gleich noch auf eure Kommentare zu sprechen, dass du auch viele Gratis-Ressourcen anbietest. Ne? Das ist wahrscheinlich im Network-Marketing, Annika, ich weiß jetzt nicht genau, welche Produkte du vertreibst, aber da gibt es mit Sicherheit auch Proben oder ne, so die unterschiedlichsten Dinge, die man auch kostenlos verteilt. Oder im Coaching kann es dann halt ein Kennenlerngespräch sein. Oder auch, Christian, ich weiß nicht, bei dir jetzt in der vielleicht eine Diagnose oder irgendwas, ne, in der Katzenpsychologie, was man da machen kann, oder halt auch Blogartikel, Tipps, das ist auch ganz schön, ne, um da halt zu schauen. Es muss jetzt nicht so regelmäßig sein, wie ich das jetzt zum Beispiel mache, du musst nicht jede Woche einen Blogartikel schreiben, aber gib deinen Klienten die Chance, den Wert deiner Arbeit zu erkennen und gib deinen Klienten auch die Chance, dich kennenzulernen, ne, und auf unterschiedlichste Art und Weise. Das hat mir mal eine Kundin gesagt, das fand ich ganz ganz interessant, dass sie meinte, sie fand das so schön, dass sie mich auf unterschiedliche Art und Weise kennenlernen konnte. Sie konnte irgendwie ein Interview mit mir anhören, sie konnte Videos von mir sehen, sie konnte meine Texte lesen. Und das hat sie so einen vielseitigen Blick gegeben, vielschichtigen Blick. Und da war halt ganz klar, dass sie mit mir arbeiten möchte. Und das ist bei dir, Christiane, vielleicht auch der Punkt, dass du noch mehr rausstellst, was unterscheidet dich auch von den anderen? Ne? Warum sind denn vielleicht deine Preise auch höher als bei anderen? Diesen Wert herauszustellen ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Also Lili sagt, bei mir sagen sie nicht, dass es ihnen zu teuer ist. Sie sehen den Wert, sagen aber, sie haben kein Geld. Super, super Beispiel. Weil dann hast du es mit dem Mindset oder mit dem Money-Mindset deiner Klienten zu tun. Ne? Und ich habe schon alles erlebt. Ich rede ja sehr viel über Geld auch in meinen Coachings und ich bin immer wieder total von den Socken, wie kein Geld definiert wird. Ich hatte eine Klientin, die hat gesagt, sie hat kein Geld. Die hatte 100.000 Euro geerbt und die wollte sie nur nicht anfassen. Und da ging es dann irgendwie schon darum, wirklich zu schauen, was bedeutet das, kein Geld zu haben? Für sie hieß es halt, ich habe zwar 100.000 Euro auf der hohen Kante, aber das ist meine Altersvorsorge und die rühre ich nicht an und deshalb kaufe ich mir vielleicht nicht ein Produkt, was 200 Euro kostet oder so. Ne? Und da hat sie den Wert nicht erkannt. Sie würde natürlich in bestimmte Produkte oder in bestimmte Dienstleistungen investieren, wenn sie den Wert erkennen würde. Ne? Oder man kann das ja auch gut anlegen und dann kann man von den Zinsen leben oder was weiß ich. Ne? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Ansätze. Dann gibt es Leute, die sagen, die haben kein Geld und stecken mit 15.000 Euro in der Kreide und haben halt wirklich kein Geld im Prinzip, sehen aber den Wert bei einer bestimmten Dienstleistung oder bestimmten Produkten, der ihnen dabei hilft, aus diesen Schulden herauszukommen. Und sehen dann auch die Notwendigkeit zu investieren. Und auf einmal ist es halt immer die Frage, wie mobilisiere ich das Geld? Weil dieses kein Geld, es ist wirklich eine Entschuldigung, es ist wirklich eine Ausrede, es ist genauso wie keine Zeit, es ist eine Frage der Priorität. Und da ist es halt immer unsere Aufgabe als Anbieter oder in dem Fall deine Aufgabe, Lilly, wie kannst du noch mehr greifbar machen, was sie als Ergebnis mitnehmen. Ne? Also welche Probleme kannst du lösen? Was ist wirklich der Wert, was ist das Ergebnis deiner Arbeit? Und das kann bei dir ja vielleicht auch so ein bisschen ja flatterig sein, sag ich mal. Ne? Dass es halt einfach nicht so greifbar ist, wie
Okay, übermorgen verdienst du das Doppelte oder in 6 Wochen hast du 30 Kilo runter oder wer weiß, was für schleimiges Marketing es gibt. Also das sollte es natürlich nicht sein. Aber da kannst du auch ganz viel über Referenzen, über Erfahrungsberichte, über die unterschiedlichen Aspekte gehen, dass du halt wirklich nochmal ganz klar herausstellst, was bringt denn deine Dienstleistung wirklich? Ne? Und dann ist dieser Punkt, ich habe kein Geld, ist relativ, weil wenn jemand den Wert da drin erkennt, dann wird er oder sie es möglich machen, dieses Geld zu organisieren. Das ist einfach so. Katja sagt, ja, mir hat eine ehemalige Kollegin das ins Gesicht gesagt, das hat mich total frustriert. Genau, auch da ist es halt auch, ne? Ist die Frage, okay, wo ist da dieser Wert der Dienstleistung noch nicht erkannt? Ne? Wo war tatsächlich was, wo du sagen kannst, okay, das war es halt, es war zu teuer für diese eine Person zu der bestimmten Zeit. Und das kennt ihr von euch wahrscheinlich auch. Und das ist auch was, was ich euch gerne noch für euch selbst mitgeben würde, wenn ihr mal denkt, so, oh nee, das ist mir zu teuer oder oh nee, das kann ich mir nicht leisten. Da auch bewusst das anders zu formulieren und zu sagen, ich entscheide mich nicht in diesen Bereich zu investieren, ne? Oder ich entscheide mich gerade, mich auf andere Bereiche zu konzentrieren. Also, dass ihr auch da nicht im Mangel seid und sagt, ich kann das jetzt gerade nicht wuppen, vielleicht ist es tatsächlich so, ne? Vielleicht bist du finanziell eingeschränkt, aber dann auch tatsächlich zu sagen, nee, ich entscheide mich dafür, wirklich jetzt nur in die Dinge zu investieren, wo ich einen Wert drin sehe, die diese prekäre Situation, der ich gerade ausgesetzt bin, auch ein Ende setzen. Ne? Und dann hast du die Möglichkeit, auch diese Kunden anzuziehen. Es hat unfassbar viel mit unserer eigenen Einstellung, mit unserer eigenen Sprache, mit natürlich auch den unbewussten Programmierungen zu tun, aber auch, ja, dass es teilweise nicht so greifbar ist. Ne? Dass auch dann tatsächlich die Ergebnisse, der Wert der Dienstleistungen oder Produkte nicht sofort erkennbar ist. Weil wenn ihr da mal rumschaut, ne, es gibt, ich meine, wo Leute ihr Geld investieren, also es ist sehr verrückt teilweise. Also wir treffen halt emotional Entscheidungen, Kaufentscheidungen. Und da tatsächlich zu schauen, diese Emotionen anzusprechen und da den Wert auch erkennbar machen, das ist dann auch die Aufgabe, die ganz, ganz wichtig ist, ne, weil es ist alles relativ. Dass jemand kein Geld hat, ist relativ. Was heißt das für diese bestimmte Person? Und dass jemand etwas zu teuer empfindet. Ne? Das ist einfach, das ist kein objektiver Zustand. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Anke sagt, ja, im gleichen Atemzug wurde mir erklärt, wie teuer ich sei und wo sie nächste Woche in Urlaub fahren, sind dann mit fetten Porsche abgerauscht. Da ist bei mir der Groschen gefallen, Mindset, Ausrichtung. Genau, absolut. Anja sagt, ich hatte schon beides, es ist zu teuer und auch einmal, du bist zu billig. Genau, und da deshalb ganz wichtig der Punkt, ne? Also finde gut sitzende Preise. Also es ist wie ein gut sitzendes Kleidungsstück, ne? Es soll deinem Stil entsprechen, es soll dir und deiner Art entsprechen, es sollte nicht zu weit sein, es sollte nicht zu eng sein, es sollte sich angenehm anfühlen, es sollte ein Stoff sein, der dir gefällt und es sollte, keine Ahnung, was sein, wo du Komplimente bekommst, ne? Wo jemand sagt so, wow, du siehst aber gut aus heute. So müssen deine Preise sein, dass jemand denkt so, wow, das ist ja ein tolles Angebot. Ne? Das sind so die auch einfach die Preise und da könnt ihr auch experimentieren. Es gibt halt auch da keine perfekte Strategie. Ne? Es gibt genug Leute, die sagen, mach's teurer, dann kaufen die Leute, habe ich auch schon erlebt, funktioniert wunderbar, ne? Aber es hat auch mit dem eigenen Mindset zu tun. Wenn du Preise hast, wo du selbst das Gefühl hast, das ist viel zu günstig oder das ist viel zu teuer, dann wirst du das auch nicht verkaufen. Also fang wirklich bei dir an, da für dich die richtigen Preise zu finden für deine Wunschzielgruppe. Ne? Auch ganz wichtig, dass du nicht es allen recht machen willst, sondern denjenigen, mit denen du wirklich arbeiten willst und die auch in der Lage sind, deinen Wert der Arbeit zu erkennen. Und die stellst du halt in den Vordergrund. Ne? Das ist dann auch die Aufgabe, auch im Mindset, halt immer wieder dich dahin zu denken, was biete ich denn jetzt eigentlich? Auch da ist dann dieses berufliche Selbstvertrauen, von dem ich gesprochen habe. Je höher das ausgeprägt ist, desto leichter kannst du halt auch die Ergebnisse, den Wert deiner Arbeit kommunizieren. Und das aber auch immer wieder zu tun. Und dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt, sei du selbst die Kundin, die du sein willst.
wenn du zum Beispiel Coach bist und du in nichts investierst, nicht in deine Persönlichkeitsentwicklung, dann kannst du gar nicht Kunden anziehen, die selbst bereit sind, in Coaching zu investieren. Ne? Also da schau mal, wie du dein Kaufverhalten nochmal überprüfen kannst, wie du dein Investitionsverhalten überprüfen kannst. Würdest du deine eigenen Produkte zu dem Preis überhaupt kaufen? Ne, das ist auch so ein verrückter Gedanke. Und bei manchen ist es tatsächlich so, die sagen, nee, so wie sich das jetzt so darstellt, würde ich das eigentlich nicht kaufen. Finde ich, ist kein gutes Angebot. Und da lohnt es sich halt wirklich mal ein bisschen intensiver reinzugehen und zu schauen, was kannst du dann an deinen Preisen ändern? Was kannst du an deinen Angeboten ändern, um es wirklich, wirklich attraktiv zu machen? Und überprüf du dich nochmal in deinem eigenen, nicht Konsumverhalten, ne, aber in deinem Investitionsverhalten, sage ich mal. Bist du in dem Bereich, in dem du beruflich aktiv bist, investierst du da auch oder bildest du dich weiter? Gibt es da, ne, bist du bereit, dafür auch Geld zu zahlen? Und wenn du das nicht bist, ist es halt die Frage, warum sollten es deine Kunden bei dir sein? Ne, da passt es halt auch energetisch nicht, da passt es vom Mindset nicht. Genau, dann noch der Punkt, biete Gratisleistungen an, ne, natürlich auch immer zu einem bestimmten Punkt, das kannst du für dich definieren. Was ist denn für dich relevant? Aber gib deinen Klienten die Chance, dich kennenzulernen, dich zu erleben und auch da die Ergebnisse deiner Arbeit schon mal herauszustellen. Und natürlich ganz wichtig auch zum Schluss, ne, arbeite immer wieder an deinem Money Mindset. Das ist wie Zähneputzen. Also es ist tatsächlich was, das müssen wir regelmäßig machen. Vielleicht nicht zweimal täglich, aber das würde definitiv nicht schaden. Also schau, dass du immer die eine Geldblockade nach der nächsten vornimmst, um da halt wirklich, wirklich vorwärts zu kommen. Und da lade ich euch nochmal ein, wenn ihr noch nicht angemeldet seid. Viele Namen habe ich schon gesehen auf der Teilnehmerliste zum Webinar morgen früh. Da geht's nochmal um 5 Strategien, um mehr Fülle und Freiheit im Prinzip auch in dein Leben einzuladen. Und da werde ich dann auch was zu meinem Money Mindset Gruppencoaching erzählen. Ganz am Schluss, was jetzt nächste Woche startet, da freue ich mich schon total drauf. Und da sind ja auch schon einige mit dabei oder interessiert, wo wir Gespräche haben diese Woche. Das wird auch eine ganz feine, exklusive, tolle Gruppe zum Spitzeneinführungspreis. Und da könnt ihr für euch ja entscheiden, ist euch das zu teuer oder nicht. Also es ist, von meiner Mastermind bin ich ausgeschimpft worden, wie günstig das ist. Aber für mich ist es für die erste Runde ein super Preis. Also so möchte ich das anbieten. Da teile ich auch gerne noch die Links mit euch. Und ich schaue jetzt aber auf jeden Fall nochmal hier in ganz viele Kommentare. Super, was kommt denn hier? Andrea sagt, ich habe oft mit Freunden über meine Arbeit gesprochen, mache ich jetzt nicht mehr. Meine Freunde und Familie wäre auch niemals meine Klientel. Genau, also ganz ehrlich, den Fehler habe ich auch viel zu oft gemacht und mir beruflichen Rat von Menschen geholt, die einfach keine Unternehmer waren. Also gerade, selbst wenn die selbstständig sind, ne? Also die haben halt so ein Mindset, was überhaupt nicht meinem entspricht, aber das ist so schwer, weil wir diese Menschen ja so sehr respektieren und lieben, weil es halt unsere Freunde sind und wir halt gerne und oft Rat von ihnen angenommen haben, glauben wir, ist das vielleicht auch der richtige Weg, um berufliche Themen zu besprechen. Und ich kann es euch auch nur sagen, sucht euch Leute, die wirklich Business verstehen, die Unternehmertum verstehen, die das haben, wo ihr hinwollt. Ne? Und deshalb bin ich in der Mastermind, deshalb habe ich Business Coaches, weil ich halt auch einfach mir diesen Rat von Leuten holen möchte, die da sind, wo ich hin möchte. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Freunde, das ist meist keine gute Idee. Familie sowieso nicht. Das triggert dann auch noch ganz viele andere Punkte. Maria sagt, ich habe auch schon beides erlebt, dass ich zu billig war, darum ist es nicht so einfach, einen gerechten Preis zu finden. Genau, und auch ganz wichtig, ihr müsst es nicht jedem recht machen. Also ich habe früher halt meine Preise nicht auf die Website geschrieben, weil ich immer dachte, so Gott, oh Gott, da hatte ich noch so diesen Gedanken, das ist wahrscheinlich zu teuer und das bucht ja keiner, dann habe ich keine Kennenlerngespräche mal mehr. Und es ist, seit ich diese Transparenz geschaffen habe, das ist ja auch immer eine Diskussion, ne, schreibe ich die Preise jetzt drauf oder nicht, ich fühle mich total wohl damit, weil jeder, der mit mir arbeiten möchte, kann halt sehen, ab welcher Summe das startet sozusagen. Und dann kann er oder sie für sich entscheiden, ist das halt etwas, was
der Investitionssumme entspricht, die er oder sie mitbringt oder halt eben nicht. Und dann muss man sich auch gar nicht lange miteinander aufhalten. Ne? Also ich habe auch schon Leute gehabt, die drauf hingespart haben auf dem Coaching und so. Ne? Das ist halt dann auch total schön zu sehen. Und es geht ja auch überhaupt nicht darum, Leute abzuzocken, sondern es geht wirklich darum, faire Preise anzubieten und zu sagen, ja, aber ich lebe halt auch davon, ich kann das nicht kostengünstig oder ich kann halt nur bestimmte Produkte kostengünstig anbieten, ne? Wie mein Online-Kurs oder so. Da kann ich natürlich einen ganz anderen Preis machen als für mein Einzelcoaching oder auch beim Gruppencoaching. So. Lili sagt, ich merke gerade, dass ich zwar hinter meinem Preis stehe, aber denke, dass er nicht dazu passt, wie ich arbeite bzw. arbeiten möchte. Und ich habe auch den Glaubenssatz, dass die Leute, mit denen ich arbeiten möchte, sich meine Preise nicht leisten können. Na, siehste. Genau, und das sind genau die Glaubenssätze, an denen du dann arbeiten darfst. Ne? Und dann auch, du bist ja auch auf spirituellen Pfaden unterwegs. Da gibt es ja auch oft den Glaubenssatz, für spirituelle Arbeit darf man kein Geld nehmen. Das verändert sich schon ein bisschen, aber es gibt auch viele Leute in der Szene, die das halt so sehen. Oder vielleicht sitzt da auch noch so ein Fünkchen bei dir, dass du denkst, so, naja, eigentlich ist es ja auch, vielleicht sollte ich das auch kostenlos machen. Es ist ja irgendwie gut, dass es dann allen besser geht und so. Aber nee. Also da, du kannst auf jeden Fall einen Teil gratis anbieten. Aber wenn das dein Business ist und wenn du damit auch arbeiten willst, ist es total wichtig, diese Glaubenssätze zu ändern. Super. Genau, Annika sagt, ja, ich lasse gern testen, das stimmt, super. Probeprodukte sind super, ne? Also irgendwie Kennenlernmöglichkeiten, ganz wichtig. Christiane sagt, meine Wunschkunden müssen erst gebacken werden, habe ich den Eindruck. Ja, aber das würde ich sagen, ist auch ein Glaubenssatz, ne? Es gibt nicht die Leute, mit denen ich arbeiten möchte oder es gibt nicht die Leute, die das Geld aufbringen würden. Das kenne ich auch aus meinen Anfangstagen, aber da würde ich sagen, schau du mal genau hin, was da so alles drinsteckt. Wo hast du das schon mal erlebt? Wo bist du schon mal abgewiesen worden, obwohl du das Gefühl hattest, das müsste eigentlich passen, ne? Also da bin ich, habe ich das Gefühl, da steckt noch einiges, was du aufarbeiten kannst. Anja sagt, man verändert sich auch selbst. Früher hatte ich einen Coach für 50 Euro pro Stunde und fand das wahnsinnig viel. Mittlerweile als Selbstständige investiere ich vierstellig in meine Entwicklung. Auch das ist gerade wahnsinnig viel, aber wer weiß, was nächstes Jahr ist. Deshalb wundere ich mich über Leute, denen 500 Euro für Coaching zu viel ist. Aber ich war ja auch mal so. Genau. Und das ist, das Mindset dann dieser Leute, die halt 500 Euro zu viel finden. Und es spiegelt sich immer mit deinem Mindset. Also wenn du denkst, 500 Euro sind zu viel fürs Coaching oder du hast das Gefühl, oder es ist für dich halt einfach eine Riesensumme, dann spiegeln dir das deine Kunden. Und es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, ne? Es kann halt vielschichtiger und komplexer sein, dann wie sich diese Glaubenssätze oder limitierenden Überzeugungen genau ausdrücken. Aber im Prinzip ist das so, dass du im Prinzip nicht so richtig dahinter stehst. Also so wie Lilly das jetzt auch differenzierter sehen konnte, ne? Und sehen konnte, so ja, irgendwie glaube ich schon, dass es gerechtfertigt ist. Aber es sind noch Themenkomplexe mit dabei. Die nicht ganz klar sind, ne? Und die auszuräumen in der Glaubenssatzarbeit, das ist das Money Mindset Training. Und das kontinuierlich und regelmäßig zu machen, das ist halt der Schlüssel, um dann auch immer wieder ein anderes Preisniveau zu erreichen oder halt einfach mehr Leute anzuziehen, auch zum gleichen Preis und dann die Möglichkeit zu haben, dann auch das Geld zu verdienen, was du möchtest. So. Es ist unfassbar, was manchmal Anke sagt, es ist unfassbar manchmal, was CEOs von großen Firmen für ein Mangelbewusstsein haben. Da kannst du davonrennen. Nee, Familie ist keine gute Idee, macht mich aber manchmal ein bisschen traurig. Wie seht ihr das? Würde mich interessieren. Also Familie bei mir auf gar keinen Fall. Aber es kommt vielleicht auch auf die Familie an. Meistens sind die Menschen, die halt sehr nah an dir dran sind emotional, also deine besten Freunde, vielleicht auch deine längsten Freunde, die Familie sind nicht unbedingt daran interessiert, dass du dich veränderst. Na, weil sie sich dann oft unbewusst bedroht fühlen oder das Gefühl haben, sie müssten sich auch verändern. Deshalb ist das oft nicht, sind oft nicht die besten Gesprächspartner. Ich habe aber auch einen Freund, der sich von seinem Vater coachen lässt im Prinzip. Ne? Also es kommt wirklich auf die Familienthemen an. Aber viele Money-Mindset-Themen und auch limitierende Überzeugungen kommen halt aus der familiären Prägung. Und deshalb ist es dann so ein verstricktes irgendwas Knäuel von so vielen limitierenden Überzeugungen aus den unterschiedlichsten Generationen und unterschiedlichsten Mangelerfahrungen. Ich werde auf jeden Fall vorsichtig, das mit der Familie zu thematisieren.
Steffi sagt, manche mischen sich auch ungefragt ein. Als meine Schwester meinen Stundensatz gehört hat, war sie entsetzt und hat mich gefragt, weißt du, was dein Vater verdient? Ja, genau. Und das ist halt ganz, ganz typisch, auch ein ganz typisches Familienbeispiel. Ne? Es ist auch ganz oft eine energetische Einkommensgrenze, mehr zu verdienen als die Eltern oder mehr zu verdienen als der Partner oder als die Geschwister. Und das ist auch was, wo du halt dann im Money Mindset Coaching halt dran arbeiten kannst, ne? Oder in deinem Fall wäre es deine Schwester. Annika sagt, danke für deine Energie. Gerade kribbelt es bei mir im Körper. Ja, wie schön, super. Genau. Wir brauchen die gute Energie und auch die Lust daran zu arbeiten, ne? Weil es ist alles aufzulösen, Schrittchen für Schrittchen. Und genau, es ist der Weg. Ich hatte noch so ein schönes Beispiel, aber das erzähle ich einfach im anderen Video. Es würde jetzt zu weit führen. Lilly sagt, ich liebe meine Familie, spreche mit ihnen aber nur über Themen, in denen sie sich auch auskennen. Finanziellen Rat hole ich mir von Experten. Super. Grundsätzlich würde ich auch sagen, sucht euch Experten und investiert in diese Experten. Ich habe es noch nie erlebt, dass sich das bei mir nicht gelohnt hat, auch in Zeiten, wo ich dachte so, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Aber es hat sich immer monetär ausgezahlt, es hat sich immer emotional und sonst wie ausgezahlt. Also für mich ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Geht mir auch so, sagt Lilly, wow, was hat das mit dir gemacht? Jetzt weiß ich gar nicht, worauf du das beziehst, Lilly. Das kannst du gerne nochmal schreiben. Was hat was mit mir gemacht? Und Maria sagt, habe eine Freundin, die Werbung macht für mich. Auch ihr ist der Preis so hoch, kriegt halt dann manchmal gratis was für ihre Empfehlung. Genau, und da ist auch so ein Punkt, ne? Diese Barter-Deals oder. Ja, genau, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Maria, machst du dann auch manchmal was für sie umsonst? Ne? Das muss auch nicht unbedingt sein. Also da habe ich auch schon oft mit Kunden gearbeitet, aufzuhören, Freundschaftspreise zu machen oder aufzuhören, Rabatte zu geben, ne? Aufzuhören, Leistung gegen Leistungen aufzurechnen. Zu Beginn ist es völlig in Ordnung. Ab einem gewissen Punkt würde ich auch einfach immer die Leute bezahlen. Ne? Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest deine Freundin nicht bezahlen für die Werbung oder sie möchte für deine Leistungen nicht zahlen, da ist dann auf jeden Fall eine Disbalance. Steffi sagt, mein Vater war ja auch angestellt, der musste sich ja nicht selbst versichern und Rücklagen bilden. Genau, und das ist halt auch, was viele überhaupt nicht sehen, ne? Wie viel an Kostenberg noch für Selbstständige dabei ist und dass man diesen Stundensatz ja auch nicht mal 8 Stunden mal 5-mal die Woche rechnen kann. Lilly sagt als Antwort auf Steffis Kommentar, was es mit ihr gemacht hat, was ihre Schwester gesagt hat. Okay, ja. Oh ja, für Bekannte mache ich alles umsonst. Ja, Christiane, das ist doch mal Schritt Nummer 1, das nicht mehr zu machen. Weil das sind halt auch Kunden und die nehmen deine Dienstleistungen in Anspruch und warum sollten sie nicht dafür zahlen? Ne? Steffi sagt, Lilly, ich habe mich gerechtfertigt, aber sie ist jetzt ein ganz anderer Typ Mensch und hat vom selbstständigen Dasein, keine Ahnung. Genau. Und das schaut euch wirklich auch an, mit wem ihr sprecht. So, ihr Lieben, jetzt sind wir schon weit über die Zeit. Es gibt auf jeden Fall den Blogartikel dazu, wo ich die Punkte nochmal zusammenfasse. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr was mitgenommen habt, klickt nochmal einen Daumen hoch oder ein Herzchen. Teilt das Video gern mit euren Freunden, wenn ihr das Gefühl habt, da ist vielleicht auch nochmal was im Argen, was das Money Mindset angeht oder mit eurer Familie oder wer auch immer in eurem Netzwerk da ist, der diese Botschaft hören sollte. Morgen genau, ich habe ja hier letztes Mal entdeckt, wie das mit dem Link hier funktioniert. Also hier kommt noch der Link zum Webinar. Petra, du bist ja schon angemeldet. Lass es dir gut gehen. Macht euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen im Webinar sehen und ich werde auf jeden Fall noch diese Woche weitere Videos auch mit kleinen Money Mindset Tipps machen, um euch noch ein bisschen anzufeuern, so dass dieses Jahr auf jeden Fall auch finanziell erfüllend wird und natürlich auch emotional und seelisch erfüllen wird. Also habt eine wunderschöne Woche, macht's euch super, super schön. Und wir sprechen uns dann am besten morgen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Also, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Tschüss!